Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Science Talk von Dimetrix. Beim letzten Science Talk, der ersten Session unserer Reihe, haben Sie erfahren, wie Sie die digitale Transformation im Unternehmen erfolgreich umsetzen können. Heute im Fokus die interdisziplinäre Kollaboration und wie Sie sie auch wiederum im Unternehmen umsetzen können, sodass sie ein Erfolgsfaktor für Sie wird und Sie dabei den Kunden stets im Fokus behalten. Dafür bin ich heute im Dialog mit Frau Professorin Inga Schmidt-Ross. Hallo Inga. Hallo Heike. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Ich freue mich auch. Und es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Talk. Und wir sind auch gespannt auf die Fragen, die Sie haben, um uns ja auch herauszufordern, um Frau Professorin Inga Schmidt herauszufordern und mich als Fachexpertin in dem Bereich. Ich freue mich deswegen ganz besonders, weil Frau Professorin Inga Schmidt-Ross eine Koryphäe auf ihrem Gebiet ist. Sie ist Professorin für Marketing und Head of Department Marketing bei der HSBA in Hamburg und forscht unter anderem an Customer Experience, Omnichannel Management und, was Sie jetzt wahrscheinlich wenig überraschen wird, an der interdisziplinären Kollaboration von Marketing, Sales und IT. Wir haben für Sie auch das nochmal zur Reihenfolge einen theoretischen Teil mit reingebracht. Wichtig, ja, Theorie muss sein, wir leben aber vor allen Dingen vom Dialog. Das heißt, nutzen Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Dafür finden Sie im Panel nebenan, also das heißt im Bedienpanel, eine Fragensession. Die lassen wir dann, wenn es passt, auf jeden Fall direkt im Dialog, das heißt in diesen ersten Theorieteil mit einfließen. Und wenn wir es da nicht unterbringen können, dann haben wir auf jeden Fall im Anschluss danach noch Gelegenheit für einen intensiven Austausch. Wir haben mal so grob gerechnet, halbe Stunde Theorie inklusive Dialog und Fragen und am Ende dann eine hoffentlich sehr, sehr konstruktive und mitunter auch kritische Diskussion. Für Sie zur Regieanweisung, liebe Teilnehmenden, Sie sind alle gemutet und das Video ist aus, sodass Sie sich komplett auf den Vortrag und die Diskussion konzentrieren können. In diesem Sinne bin ich super gespannt und freue mich auf den theoretischen Teil und übergebe an dich, liebe Inga. Ganz herzlichen Dank, Heike. Ich hoffe, es wird nicht zu theoretisch, sondern ich hoffe, es wird auch praktisch anwendbar, dass wir alle was damit anfangen können. Ja, ich habe mich natürlich sehr über die Einladung gefreut und freue mich auch auf Ihre Fragen, dass Sie uns challengen, hoffentlich nicht zu sehr, aber wir werden uns Mühe geben, Heike und ich, dass wir die zusammen beantworten. So, jetzt habe ich die Steuerung übergeben bekommen. So. Jetzt funktioniert das. Sehr gut. Ich habe Ihnen als Wahlhamburgerin nicht nur den Regen mitgebracht, es regnet bei uns in Strömen, sondern vor allen Dingen auch ein Bild von unserem Fischmarkt, der mal wieder unter Wasser steht. Sie sehen, es ist keine schlimme Sturmflut, es ist nur Hochwasser, aber natürlich ärgerlich für diejenigen, die ihren Wagen nicht vorher weggefahren haben. Vielleicht passt das ein bisschen zu dem Kontext, in dem wir uns hier unterhalten wollen. Heike Borst hat es schon gerade eingeführt. Ich bin eingeladen worden, um über die Entwicklung der interdisziplinären Organisation zu sprechen, und zwar aus Marketing-Sicht. Und daher kamen wir auf diesen Titel: Warum sprechen Marketeers überhaupt über interdisziplinäre Organisation? Woher kommt der Druck? Tja, Marketing wird geflutet von IT-getriebenen Themen. Wahrscheinlich ist nach den Sätzen "Können Sie mich hören?" oder "Sie sind noch auf stumm" der Begriff der digitalen Transformation der momentan meistbenutzte Begriff überhaupt. Es wird viel diskutiert darüber, ob Marketing einen Einfluss oder ob Marketing als Abteilung den Einfluss an andere Unternehmensbereiche verliert. Wir beobachten, dass Marketers und Sales-Experten nicht immer das Tempo ihrer digital empowerten Kunden mithalten können. Und wir beobachten, dass neue IT-Tools und Infrastruktur es ermöglichen, Themen wie Interaktion mit Kunden und Value Creation völlig neu zu denken. Und es gibt ernstzunehmende und aktuelle Studien, die besagen, dass zukünftig bis zu, sage und schreibe, 40% aktueller Sales-Jobs durch Automatisierung und künstliche Intelligenz ersetzt werden können. Ich habe Ihnen hier mitgebracht ein aktuelles Forschungsprojekt von Jan Gräsch. Er ist Promovent bei uns an der HSBA und an der Uni Twente. Und er bzw. sein Team, sie analysieren den Einfluss von IT auf das Marketing und welche Tools sich daraus entwickelt haben. Und das hat er sich für die letzten 40 Jahre angeschaut. Hoppla, das war eins zu viel, kein Problem.
Und er beginnt mit der Telekommunikationsära. Hier nur als Schlagwort mitgebracht: Katalog-Shopping mit anschließender telefonischer Bestellung oder auch automatisierte Callcenter. Es folgten dann so 90er bis 2005er ungefähr Data-Managed Internet-Marketing-Ära. Hier gehören alle diese Themen neue Methoden zur Datensammlung und zur Datenstrukturierung, E-Mail-Kommunikation und E-Mail-Marketing, aber auch die erste Generation von Internet und E-Commerce. Und hier vielleicht so eine kleine Anekdote. Ich war 98, 99 in Amerika und habe bei dem Unternehmen Fred Meyer, das ist so eine Art One-Stop-Shop, so ein bisschen wie Walmart, nur kleiner, und habe dort im Marketing und Sales gearbeitet. Und mein Chef damals, der war so mit allen Wassern gewaschen und der hat immer gesagt, oh Inga, das E-Commerce, das kommt und das vergeht auch wieder. Aber trotzdem, weil alle gesagt haben, E-Commerce, das ist das Thema, hat er uns die Möglichkeit gegeben, eine Studie zu machen, um zu sehen, würden Kunden online kaufen? Wenn ja, welche Produkte und wie sollte denn diese Internetpräsenz heißen? Damals hatte man sich nicht getraut, das tatsächlich fredmeyer.com zu nennen, aus Sorge, man könnte den guten Namen des Unternehmens ruinieren. Heute schütteln da natürlich alle den Kopf darüber, aber das zeigt, wo wir herkommen von noch gar nicht langer Zeit. Aber Schluss mit der Geschichtenerzählerei. Die dritte Phase, die in diesem Forschungsprojekt entwickelt wurde, ist das User-Enabled Mobile-Zeitalter. Und wie der Name schon sagt, da steckt ganz viel dahinter: Blogs, Online-Kommunikation und Social Media. Und das ist die Zeit, da sind wir ja heute, der Kunde gewinnt immer mehr an Einfluss und Macht. Er informiert sich selber, er sucht Rat und Empfehlungen bei Freunden, bei Peers, bei selbsternannten Experten und er geht erst dann zum Unternehmen. Auch zu nennen sind hier zum Beispiel E-Autos oder auch der Selbstbedienungsschalter bei McDonald's, wo man per Touchscreen Burger bestellen kann, was nichts anderes bedeutet als Umsatz rauf, Personalkosten runter. Dann momentan befinden wir uns im sogenannten Intelligent Networking Zeitalter. Da nur ein paar Schlagworte zu nennen: Machine Learning, KI, Automated Salesforce Tools, Robo-Advising. Das sehen wir zum Beispiel bei Finanzdienstleistungen, die hier versuchen, mit Hilfe von Avataren ihre Services kundenorientierter an den Mann, an die Frau zu bringen. Personalisierte Werbung, die Utopie des One-to-One-Marketing wird hier plötzlich Realität. Aber auch Wearables, wir denken so an die typischen Pulsmesser für Gesundheitstracking bis hin zu PC-Format im Mini-Format am Handgelenk. Oder auch der elektronische, der intelligente Kühlschrank. Die ganzen Smart-Home-Lösungen zählen hier auch natürlich dazu. Oder die virtuelle Realität. Also darf ich da tatsächlich gleich mal einhaken? Ja, ja. Denn tatsächlich, wenn ich mir das so anschaue, ist eigentlich das Thema Digitalisierung und Technologisierung schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich ein Thema. Nur der Fokus ändert sich. Der rückt immer näher. Also ursprünglich waren es vielleicht neue Themen, das waren so vielleicht Dinge, die man erstmal ausprobiert hat, vielleicht Spleens, an denen technikaffine Menschen oder ITler Spaß dran hatten. Aber was wir momentan beobachten, ist, dass die natürlich immer näher kommen. Die rücken immer mehr an die Art und Weise, wie wir unser Kerngeschäft gestalten. Und wenn wir jetzt diese Technologien hier angucken, sind die IT-getrieben? Ganz bestimmt. Aber ich kann mir vorstellen, dass in all unseren Köpfen sagen wir dann sofort, oh ja oder oh nein. Weil all das, wie du gerade sagst, das kommt immer näher, das lässt uns alle nicht kalt. Weil das rüttelt an den Grundfesten der Art und Weise, wie wir im Unternehmen Marketing betreiben und wie wir unsere Kunden ansprechen. Und genau das ist das, was die Forscher in diesem Projekt auch darstellen möchten. Ich will da jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Ich bringe das nur hier einmal mit, weil was die Autoren nämlich sagen, ist, dass diese digitale Transformation im Marketing, die beruht auf vier Treibern. Und das ist nämlich genau das, wenn du sagst, die Technologie, die kommt doch immer näher. Ja, was ist das? Das ist das sind Data, also Daten. Das ist die Automatisierung. Das sind Kundeninteraktionen und das ist Konnektivität. Und die
basieren nämlich ganz genau auf diesen sogenannten Enabling Technologies. Und die wiederum ermöglichen eine Vielzahl von Marketing-Tools und auf denen dann letztlich Marketing-Themen basieren. Und dann ist es nämlich gar nicht mehr so IT-lastig, sondern dann ist die IT verpackt in Marketing-Themen. Sowas wie Social-Media-Marketing oder Influencer-Marketing oder ganz neue Themen Micro-Influencer-Marketing oder Micro-Blogs. Das ist alles zutiefst IT-getrieben, aber nach vorne im Frontend kundenorientiert umgesetzt. Geht das in die Richtung? Ja. Genau, du hast gesagt, das ist IT-getrieben. Ich würde fast die provokante These aufstellen, es ist eigentlich nicht IT-getrieben, sondern Nutzer- und Kundengetrieben, und die Unternehmen versuchen genau dieses Thema mittels IT aufzufangen, beziehungsweise eine Möglichkeit, einen Kanal und eine Plattform zu liefern. In der idealen Welt, ja. In der idealen Welt sagen wir ja, wir kommen vom Kundennutzen und schauen dann, wie kann ich mit Hilfe von IT diese Bedürfnisse, diese Nachfrage bedienen. In der Vergangenheit war es aber häufig noch andersrum. Da habe ich eher gesagt, boah, ich habe hier ein tolles Spielzeug, was kann ich damit tun? Und das ist dieser Prozess, der da momentan im Gehen ist oder in der Entwicklung ist und der auch dieses Umdenken bedarf. Und deswegen stehen die Marketers auch so stark unter Druck und die ITler haben Oberwasser, weil natürlich genau ihre Themen jetzt hier dafür sorgen, dass im Marketing die Frage gestellt wird, Mensch, kann ich damit nicht auch was anfangen? Ja, und ITler immer mehr auf die Idee kommen, lass uns doch mal in den Gefilden des klassischen Marketing, sagen wir mal, wildern, nennen wir es mal so. Jetzt bist du ja die HR-Verantwortliche und deswegen habe ich ja für dich auch was mitgebracht, um nochmal das anzusprechen, dass natürlich all dies für die Personalbedarfe im Unternehmen kein bisschen ohne Folgen bleibt. Und was ich hier mitgebracht habe, ist der GRIT-Report. Das ist so, das nennt sich Green Book Research Industry Trend Book. Das ist so ein viel beachteter Report in der Customer Insights Industrie. Und dieser Bericht hat die Frage gestellt, stellen Sie sich vor, Sie könnten eine Person mit einer ganz speziellen Fähigkeit oder Kenntnis einstellen. Welche Fachkenntnis würden Sie wählen? Was meinst du? Was hätten alle genommen? Was meinst du, Heike? Also ich bin mir ziemlich sicher, weil wir natürlich diese Experten auch im Hause haben und weil wir unsere Stellenanzeigen dahin auch natürlich optimieren. Data Scientist, das ist absolut ein sexy Berufsbild. Ich glaube, most sexiest job in 2020 und ongoing. Und ich sehe schon, du enthüllst es, es ist tatsächlich der Data Scientist. Absolut, absolut. Also du hast recht, Data Science und Data Analytics, das ist der Renner schlechthin, den jemand einstellen würde. Aber, und das finde ich schon auch interessant, es wurde noch eine weitere Frage gestellt, es wurde gefragt, okay, was meinen Sie, welche Fachkenntnis werden Sie im Jahr 2023 oder welche wird die wichtigste sein, um in der Customer Insights Industry erfolgreich zu sein? Und wenn wir uns das jetzt einmal kurz angucken, so, da haben wir es, dann ist natürlich Data Science und Data Analytics wieder nicht verwunderlich als sehr wichtig angesehen, aber auch Sales und Business Knowledge, also jemand, der Ahnung von Vertrieb und Geschäft hat, hat Relevanz, aber auch Themen wie Professional Workplace Skills, darunter zählen natürlich Software, Interaktionsplattformen, das Beherrschen von agilen Methoden. Und das fand ich wirklich spannend, als ich die Daten gesehen habe, fast genauso wichtig wie Data Analytics zählt aber auch kritisches Denken, Strategie und Innovation. Und deswegen habe ich auch diesen etwas flapsigen Titel hier gewählt. Allerdings braucht es mehr als Number Crunching Skills, um Zahlen ihre tiefere Bedeutung zu entlocken. Einer meiner früheren Chefs, der sagt immer zu mir, add meaning to the data. Also von wegen, nur mit Daten kommen wir auch nicht weiter. Wir müssen etwas damit tun. Und dieses etwas damit tun, dahinter verbirgt sich genau, dass Customer Insights, die wir aus diesen Daten rauskitzeln wollen, der Enabler für echte Customer Centricity ist. Und das ist keine Frage, ein absolutes anderes Megathema. Und darüber ging ja auch der erste Science Talk vor ein paar Wochen mit Jörg Niesing, der sich ja unter anderem um dieses gesamte Themenspektrum
um dieses Themenspektrum gedreht hat. Genau, vielleicht um da nochmal kurz zu bleiben, du hast gerade die ganzen Berufsbilder vorgestellt. Das heißt, um es mal auf den Punkt zu bringen, der Data Scientist ist die Inkarnation sämtlicher Skills, die man braucht, um in der Zukunft gut aufgestellt zu sein. Das ist jemand, der kann mit Daten umgehen, der weiß, woher er die Daten bekommt. Das heißt, er hat auch einen entsprechenden Technologieskill und er hat den Business Scope und im Marketing-Kontext dann auch den Kunden- und Marktscope, um das zu interpretieren. Tja, muss das wirklich alles eine Person sein oder ist das nicht genau der Anknüpfungspunkt für das Thema, das wir heute diskutieren, nämlich diese Interdisziplinarität? Dass Sie sagen, hier gibt es einen, der hat den Hut auf, das ist der Datenexperte, der Number Cruncher. Aber er hat auch noch Ahnung von den anderen Themen, nur da sitzen wieder andere Experten drauf, da können wir vielleicht später nochmal dazu kommen, aber dass das genau diese Kombination ist. Dass nicht einer hat ein Thema und der andere eins, sondern dass wir gemeinsam versuchen, kundenzentriert zu denken. Und das ist ja die Brücke, die wir auch hier in dem Vortrag bauen wollen, dass wir sagen, ich brauche Customer Centricity, um, und du hast vorhin gesagt, kundenorientiert, da wollen wir ja hin. Wir wollen ja diese Outside-In-Perspektive, die wollen wir ja abdecken. Und das ist mein absolutes Lieblingsthema, da könnten wir jetzt den restlichen Abend drüber sprechen. Damit ich das nicht tue, habe ich hier nur so ein paar Platzhalterbegriffe in diese Wortwolke gepackt. Customer Journey, Touchpoint, Omnichanneling, aber auch integrierte Wertschöpfungsketten. Das sind Fragen, wie kann es uns gelingen, echte Mehrwerte für Kunden zu generieren, nahtlose Übergänge zu schaffen und wirklich sinnvolle Verwertungen von Kaufhistorien zu bewerkstelligen. David Archer, der ist Vordenker für Marke und Marketing, hat es auf seine markant knackige Art zusammengefasst. Und er sagte, wenn du nicht auf Customer Experience arbeitest, dann arbeitest du eindeutig auf dem falschen Thema. Und das bedeutet nichts anderes, als dass diese Customer First-Denke, die ist sehr vielschichtig und sie braucht viele Hände und sie braucht unterschiedliche Einflugsschneisen. Genau, und wahrscheinlich auch das passende Mindset. Ne? Also wir haben es auch bei uns in der Ausbildung, ein Beurteilungs- oder Feedbackbogen, da steht auch drin die Dimension Kundenorientierung. Und ganz oft erlebe ich das tatsächlich aus der HR-Perspektive noch, dass das Feld frei bleibt, im Sinne von, naja, ich habe hier keinen Kundenkontakt. Und dann starten wir auch da immer wieder die Diskussion. Ne? Also das heißt, was bedeutet Kundenkontakt? Jeder im Unternehmen muss eigentlich ja dafür sorgen oder dazu beitragen, dass er den Kunden glücklicher macht oder dazu beiträgt mit seiner Arbeit, dass genau diese Person und diese Zielgruppe gut bedient wird. Absolut, das ist ganz, ganz wichtig. Was es dazu aber auch braucht, ist, dass wir da jeder bei uns selber anfangen und dass es aber auch vorgelebt wird und dass auch jeder für seine Arbeit, nennen wir es mal eine Wertschätzung, erfährt. Und nicht nur die direkt vorne beim Kunden, bei den Kunden sind. Das sind die Helden und alles andere sind die zuarbeiten und dafür kein Lob, Ehre und Anerkennung bekommen. Sondern dass jedem klar wird, welchen Beitrag er wo im Rahmen dieser gesamten Wertschöpfungskette, und das kann natürlich auch intern sein, leistet. Und da sehen wir bei vielen Unternehmen mittlerweile ein Umdenken, sei das jetzt bei Incentivierung oder sei das bei Erfolgsmessungen, dass Kennzahlen gebildet werden und auch auf einzelnen Positionen runtergerechnet wird, welchen Beitrag welcher oder welche Person, welche Stelle auf diese Zielerreichung ausübt. Unbedingt, unbedingt. Vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, ich habe ja so ein paar Zitate mitgebracht von Gesprächspartnern, mit denen ich so in vor einiger Zeit oder während der ganzen Zeit eigentlich über diese Themen spreche. Und da hat zum Beispiel gesagt, was mich echt stresst, ist Kunden lernen, virtuose Customer Experience kennen und die Messlatte wird ständig erhöht. Das kann man natürlich sagen, das ist unfair, dass ein kleiner regionaler Mittelständler plötzlich mit der Customer Experience von Netflix oder von Tinder verglichen wird. Aber machen wir uns nichts vor, wir als Kunden, wir sind da brutal. Also wir erwarten, wenn ich das gelernt habe, wie bei Amazon die Kaufhistorie funktioniert, dann erwarte ich das auch von Otto oder von wem auch immer. Wenn die es können, warum kannst du es nicht?
Oder jemand anders hat zum Beispiel gesagt, die Kunden, die kümmern sich, geht auch in die Richtung, die kümmern sich nicht darum, wer wo im Unternehmen, welche Abteilung für was zuständig ist. Auch wenn das völlig verschiedene Bereiche sind, Billing, Onboarding, Datenabgleich, Service, ist den Kunden egal. Sie wollen nur, dass es läuft. Aber war das nicht schon immer so? Also genau dieser Fokus, Kunden wollen ja doch grundsätzlich immer das haben, was ihnen weiterhilft. Also sie wollen ein gutes Produkt, sie wollen eine fantastische Dienstleistung. Wer jetzt dafür zuständig ist, war doch eigentlich, zumindest für meine Begriffe, schon immer irrelevant. Ja, nur, das ist vielleicht ein bisschen das Beispiel von dem ersten Zitat, der Kunde kannte früher weniger Möglichkeiten. Und jetzt wird es immer jemanden geben, der besser ist, der schneller ist als wir selber. Und den wird er dann im Zweifel als Beispiel wählen. Der kann das aber auch. Wieso kannst du das nicht? Und wir lernen es ja auch im täglichen Umgang, ganz privat auch im Umgang mit Social Media, wie schnell wir uns connecten können, wie schnell wir was nachschlagen können, wie schnell wir eine Antwort bekommen. Und dann kann es nicht sein, wenn ich per Google schnell etwas rausfinde und das Unternehmen braucht 3 Tage, um mir überhaupt erstmal eine Eingangsbestätigung, eine Anfrage zu schicken. Und deswegen wird hier dieses, ich gebe dir recht, das war schon immer so, aber die Messlatte wächst dramatisch. Das heißt, die Service-Level, die werden einfach nochmal viel, viel höher gelegt. Also das heißt, man wartet nicht, wenn man eine Support-Anfrage absetzt, 2-3 Tage, bis sie bearbeitet wird, sondern erwartet eigentlich noch bestenfalls am gleichen Tag, dass da was zurückkommt, entweder über ein Chatbot oder über wirklich eine ständig verfügbare Person im Hintergrund und im Prinzip auch eine unmittelbare Bestellbestätigung, Nachvollziehbarkeit von Lieferketten etc. Unbedingt. Und das idealerweise auch noch über den Kanal, den du in dem Moment möchtest. Und da sind wir nämlich bei diesem Omni-Channeling. Und das, wenn man es wirklich bis zum Ende durchdenkt, das stellt wirklich die gesamte Unternehmenstätigkeit auf den Kopf. Das sorgt dafür, dass es wirklich zu dieser radikalen Durchlässigkeit kommt und dazu, dass der Kunde, wann er es möchte und wo er es möchte, diese Informationen hat und den Kontakt da fortsetzen kann, wo er ihn das letzte Mal begonnen hat oder aufgehört hat. So. Und das ist neu. Und das wird zukünftig, das ist zumindest meine Prognose, noch extremer werden, weil die junge Generation, also Generation Y, vor allen Dingen Generation Z, die sind ja so aufgewachsen. Und die haben noch viel weniger Verständnis. Ich meine, wir haben noch gelernt, wir füllen eine Postkarte aus und nehmen an einem Preisausschreiben teil. Das ist ja, die neue Generation tickt nicht mehr so. Und deswegen werden wir uns da alle noch ganz warm anziehen müssen. Und daher auch hatten wir ja dann auch so uns im Vorfeld der Diskussion überlegt, diese cross-funktionalen, interdisziplinären Teams, das ist kein nice to have, sondern ist absolut notwendige Bedingung, um hier zukünftig noch erfolgreich zu sein. Und das bedeutet also nichts anderes, dass auf diesem Weg zur Customer-First-Strategie alle Bereiche zusammenarbeiten müssen. Und da wird es nämlich spannend. Wir hatten das ja gerade schon so kurz in der Diskussion so ein bisschen andiskutiert. Die Kundenfokussierung war bisher ganz klar Kerndisziplin von Marketing und Sales. Und wenn die sich häufig noch so ein bisschen rangeln, so wem gehört denn jetzt der Kunde, war der Lead gut oder nicht, kommt plötzlich die IT auf der Welle der digitalen Transformation angeschwommen und möchte gleichberechtigter Partner in diesem Boot sein. Muss man natürlich der Fairness halber sagen, IT ist mehr so eine Art Platzhalter für 2 ganz verschiedene Arten von IT. Einerseits haben wir da so die klassische IT-Infrastrukturentwicklung, Entwicklung von ERP-Systemen und auf der anderen Seite IT als derjenige Bereich, der sich mit der Digitalisierung beschäftigt, agil ist und ein Architekt des Wandels ist, so könnte man das sagen. Was wir uns die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einzubinden, jetzt hier überlegt haben, ist, dass wir gerne eine Frage an Sie stellen würden, so quasi als Blitzumfrage. Wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit dieser Disziplinen Marketing, Sales und IT bei Ihnen im Unternehmen? Wir würden jetzt hier gerne eine kurze, da ist sie schon, eine Blitzumfrage starten und Sie bitten, einfach mal zu sagen, wie läuft das bei Ihnen? 3 Kampf oder 3 Klang? Legen Sie Kampf bedeutet wahrscheinlich, dass
die Abteilungen sich relativ unversöhnlich gegenüberstehen oder zumindest sehr isoliert arbeiten und wahrscheinlich über die anderen immer schimpfen. Also die Vertriebler, die verkaufen ja immer alles, was ihnen in den Sinn kommt und wir dann in der Technik irgendwie im Zweifelsfall umsetzen müssen. Marketing sind die, die Klickibuntis, die schöne Folien machen. Und die IT sind die Stubenhocker, die im Keller sitzen und hauptsächlich bei Dunkelheit in die Tasten hacken, richtig? Genau die sind das, genau die sind das. Und die sagen, oh Mann, wenn ich nur den Begriff Algorithmus in den Mund nehme, dann verdrehen die Marketeers die Augen und schalten ab. Okay, also ich sehe schon, genau, großer Anteil an Teilnehmern hat schon teilgenommen. Oh, ja. Also, genau, ich sehe schon ein vor allen Dingen großes sowohl als auch. Also das heißt, das ist ja schon mal erleichternd, dass diese Grabenkämpfe, die ich gerade übertrieben skizziert habe, nicht mehr in der ganz extremen Form wohl stattfinden. Also zumindest zum überwiegenden Anteil bei unseren Kollegen. Aber der Dreiklang doch tatsächlich, ne, wenn wir diese drei Schienen anschaut oder die drei Möglichkeiten noch den letzten Platz einnimmt. Hoffentlich bald anders. Das finde ich interessant. Ja, absolut. Also es sind kein überragender Anteil, der sagt, das ist Dreikampf. Aber in diesem sowohl als auch, da steckt ja ganz viel Energie. Da steckt vielleicht wertvolle Zeit, dass man in ja, so Art Scharmützel oder Machtkämpfen verliert, können wir sagen. Das ist wertvolle Energie, die man vergeudet. Aber vielleicht auch notwendiger, oder? Um dorthin zu kommen, zu diesem Dreiklang. Das könnte auch sein. Das wäre natürlich spannend, da kommt der Forscher in mir raus, wenn wir da so eine Längsschnittanalyse hätten, dass wir sagen, wie war das vor ein paar Jahren, wie ist das heute, wie ist das übermorgen, dass man das analysieren könnte. Das haben wir jetzt nicht, das ist einfach nur so eine Ist-Analyse. Aber ich finde das interessant. Und auch nur 11% sagen, nein, wir sind wirklich harmonisch. Wir arbeiten zusammen, Hand in Hand. Wir stehen uns nicht gegenseitig auf den Füßen, sondern wir bereichern uns. Ja, da sieht man doch, es ist ein Weg gegangen, aber da ist auch noch ein bisschen was vor uns, um mehr von dem sowohl als auch Richtung Dreiklang zu bewegen. Spannend. Ja, vielen Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass sie mitgemacht haben und so spontan jetzt uns so ein bisschen Einblick in ihre, auch wenn es natürlich anonym ist, in ihre tägliche Arbeit gegeben haben. Das freut uns. Was ich genau, Ihnen jetzt hier, dass es ein Dreiklang wird, ne? Also dass Sie wertvolle Impulse bekommen. Wie funktioniert das? Dass wir darüber reden und sagen, Mensch, wie muss ich es denn tun? Wie kann ich das angehen? Was ist denn die Story, die ich erzähle? Und was ist vielleicht auch das Handwerkszeug, was ich benötige, um das zu tun? Und dann, Heike, treffen wir uns in einiger Zeit hier wieder, machen die Umfrage wieder und dann sehen wir, das sind 74% beim Dreiklang, mindestens. Und dann haben wir doch ein Ziel. Wir wollen uns doch nach Kennzahlen messen, da hätten wir doch dann gleich eine. Genau. Okay. Was ich jetzt hier nochmal mitgebracht habe, wir hatten nämlich als Forschungsprojekt genau diese Frage auch gestellt, wobei wir pro Unternehmen immer drei Vertreter gefragt haben, also aus jeder dieser drei Bereiche. Und da sehen wir hier, wir haben fast so ein Drittel-Drittel-Drittel-Verteilung. Also interessant, vielleicht lag es daran, dass es aus jedem Unternehmen war. Aber wir hatten schon mehr Dreikampf auch. Und da waren dann so Schlagworte wie Silos, C, unkoordiniert. Lass uns doch in Ruhe. Aber wir sehen, da müssen wir was tun. So, und dann, Moment, ups, das war eins zu weit. Entschuldigung. Genau, ich sehe gerade schon die Silos, die du einblendest. Und dazu passt hervorragend eine Frage aus dem Publikum, die sich genau dahin richtet. Ne? Also das heißt, wie kann man das machen? Welche Empfehlungen gibt es, wie man eine traditionelle Unternehmung, die wirklich aus diesen Silos kommt und die klassische Marketingabteilung hatte, Sales und IT, wenn man sie darauf trimmt, in Anführungszeichen, Customer Centricity zu leben und auch umzusetzen? Wie gelingt das? Als Tool würde ich
ganz klassisch erstmal von einem Change Management ausgehen. Dass wir also erstmal sagen, was ist überhaupt das Handwerkszeug, um das zu erreichen, braucht es ein Change Management, um diesen Wandel hinzubekommen, weil das funktioniert nicht über Nacht und das macht man nicht mal so nebenbei. Und man braucht da, um diese Strategien, die Prozesse, die Verhaltensweisen zu ändern, braucht man echtes Change Management. Und um auch, ich hatte das fast lustigerweise, vielen Dank an denjenigen, der die Frage gestellt hat. Ich gehe da einfach mal auf meine nächste Folie. Das passt nämlich so toll. So. Man musste auch viele Barrieren überwinden. Und diese Barrieren sind vielfältig. Das können Gewohnheiten sein. Und ich glaube, wir kennen alle aus unserem Arbeitsleben diesen gefährlichen Satz, der so ganz easy herkommt. Das haben wir hier schon immer so gemacht. Und wenn wir dieses, das haben wir schon immer hier so gemacht, wenn es gelingt, das aufzugeben und diese Customer Centricity Denke an die erste Position zu stellen, dann ist schon ein ganz wichtiger Schritt getan, um zu sagen, wie kommen wir dahin? Wie kann ich mich trennen von dem, was mir lieb und teuer ist? Da ist natürlich, da ist auch Unwissenheit, da ist auch möglicherweise ein Verlust von Macht, weil ein Marketingleiter oder ein Salesleiter teilt plötzlich seine Macht und du nickst, also du kennst das, er muss es plötzlich teilen. Und wir alle wissen, auch Daten, das ist Macht, das habe ich, das ist mein Wissen. Und plötzlich kommen da aus verschiedenen Bereichen Menschen und erzählen mir was von interdisziplinärer Organisation und sagen, teil mal, lass mich mal reinschauen. Das hat mit Kontrolle zu tun. Das ist, und deswegen auch Change Management, da muss man, das muss man ernst nehmen und sagen, lass uns daran führen und es braucht auch echtes Commitment der Führungsebenen. Das muss auch wirklich von oben nach unten vorgelebt werden. Ich war mal, das war in einer Unternehmensberatung, wir haben da ein großes Projekt gemacht und da ging es auch um Change Management und um, wir müssen jetzt alle zusammenarbeiten. Und wir hatten da für diesen Vorstandsvorsitzenden dieser Firma so ein großes Town Hall Meeting vorbereitet mit einer perfekt orchestrierten Rede. Es war alles wunderbar, nur dieser CEO ist mit einem Aufzug, es war sein privater Aufzug, von der Tiefgarage in die Vorstandsetage gefahren. Und alle Mitarbeiter, die in diesem Townhall-Meeting waren, haben das gehört, aber dachten, ja, sie sind aber derjenige, der sich gar nicht blicken lässt, der nur von Tiefgarage zu C-Level fährt. Und das ist nicht die Art und Weise, wie ich meine Organisation umkrempeln kann, sondern ich muss es vorleben und auch, wie soll man sagen, diese auch vorleben und andererseits zum Mitmachen einladen und auffordern. Sagen, wir müssen das alle gemeinsam machen. Das muss unser Baby werden. Wir müssen alle dran glauben, sonst wird es nicht funktionieren. Und das kann man dann vielleicht nicht gleich die gesamte Organisation über Nacht, sondern sagen, ich teste das mal mit einzelnen Bereichen, vielleicht mit einzelnen Unternehmensbereichen oder mit einem speziellen Land, je nachdem, wie man eben aufgestellt ist, und sagt, wir arbeiten da mal dran. Wir entwickeln einen Case, den wir dann auch den anderen im Unternehmen kommunizieren können, um dann, tue Gutes und berichte drüber, dann zum Mitmachen aufzufordern. Beantwortet das erstmal die Frage, was meinst du, Heike? Ich glaube ja. Was vor allen Dingen für die Teilnehmer bestimmt noch interessant ist, ist das konkrete Wie, denn diese Appelle zur Zusammenarbeit, die kenne ich auch schon seit im Prinzip Jahrzehnten. Das heißt immer, man muss zusammenarbeiten. Aber wie macht man es konkret? Also das heißt, wie bringe ich denn einen ITler dazu, Marketing zu verstehen und Marketing dazu, wiederum die Sales-Sprache zu sprechen und das wieder in IT zu überführen? Ja, klar, da wird es dann konkret. Was ich hier mal mitgebracht habe, ist, und wir können dann in der Diskussion, glaube ich, kriegen wir es dann konkret runtergebrochen. Wir haben in diesem Projekt, was ich gerade schon angesprochen habe, 4 sogenannte Hebel definiert, um zu sagen, okay, wie kann es uns denn wirklich gelingen, dieses Team oder aus Marketing, Sales und IT ein Team zu machen, damit es wirklich ein produktiver Dreiklang wird in Richtung interdisziplinäre Organisation. Und was wir da versucht haben, wir haben dann diese verschiedenen Aspekte, gibt es natürlich viele, in 4 verschiedene Bereiche zu untergliedern. Und wenn es recht wäre, würde ich die jetzt einmal kurz vorstellen und dann können wir gucken, ob wir da dann angedockt werden oder andocken können, um die einzelnen Fragen da dann möglichst konkret hinzubekommen.
Der erste Hebel ist ganz klar, das ist Zeitmanagement. Und alle haben berichtet, und ich glaube, wir können das alle aus unserer eigenen Erfahrung auch berichten. Wir haben ein stark beschleunigtes berufliches und auch privates Umfeld. Und Corona hat da sicherlich nicht als Entschleuniger gewirkt. Ja. Und Zeit wird immer mehr zum kritischen Faktor, keine Frage. Wettbewerbsvorteile basieren eigentlich oder sehr häufig nur noch auf schnellerem Time to Market, was dazu führt, dass die Problemzyklen sich verkürzen und wir nur wieder noch mehr Zeitdruck haben. Und jemand hat dazu neulich gesagt, egal wie schnell ich bin, dem Kunden ist es sowieso immer zu langsam. Und da sind wir jetzt wieder bei der Digitalisierung, unserem Einstiegsthema. Die Digitalisierung beruht ja, oder viele der Kommunikations- und Interaktionstools, die wir heute haben, und da haben wir mit Sicherheit alle eine ganze Armee davon auf unseren Rechnern, basieren auf Digitalisierung. Und die sollen ja grundsätzlich Zeit sparen. Sie haben das Potenzial, dass wir zusammenarbeiten aus diesen verschiedenen Bereichen, über verschiedene Standorte, Länder, sonstige Bereiche und Grenzen hinweg, und sollen das transparenter machen. Aber, und da sind wir uns wahrscheinlich auch fast alle sicher, das erhöht auch häufig die Komplexität. Und diese Zeitsparer, die werden dann zu Zeitklauern. Und jemand hat gesagt, es verwirrt. Ständig wird Funktionierendes durch Neues ersetzt. Es nervt. Und was das ist Technostress. Und Ziel sollte natürlich sein, das möglichst zu minimieren, zumindest so zu managen, dass wir es im Griff haben, indem es nützlicher, verständlicher und zuverlässiger wird. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass da gerade die ITler oder die Data Scientists uns nicht datengetriebenen Menschen, dazu zähle ich mich, helfen können, mit diesen Tools besser umzugehen. Indem sie sagen, okay, komm, ich greife dir unter die Arme, ich erkläre dir das und ich versuche, das für dich herunterzubrechen. Auf die Art hat man vielleicht auch jenseits der fachlichen Thematik im Job einen Anknüpfungspunkt, um überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen. Oder die ITler, die Techies, die mit den Chips im Keller sitzen, von denen du gerade gesprochen hast, die einfach mal sagen, komm, ich zeige dir mal, wie man das anwenden kann. Lass uns drüber sprechen. Da schlummert mit Sicherheit noch viel Potenzial. Dann ein anderer Hebel, der damit einhergeht, weil mit Schnelligkeit kommt natürlich die Schnelllebigkeit. Und Fachwissen veraltet heute schnell, noch viel schneller als früher. Und wir müssen uns ständig weiterbilden, um nicht hinterherzuhinken. Und da sehe ich, oder da sehen wir auch im Gespräch und auch in den Projekten, sehen wir da ein Generationsthema. Weil natürlich, wir hatten das gerade schon, den jungen Generation Y und Z, die immer mehr jetzt am Arbeitsmarkt tätig sind, denen fliegt das viel mehr zu als Generation X oder den Babyboomern. Dass man eben da auch so eine Art Gefälle sieht, dass man aber auch ausgleichen kann. Weil auf der anderen Seite haben die Älteren, die Erfahreneren viel mehr Know-how und nicht nur Lebenserfahrung, sondern auch Kundenerfahrung. Und da kann man sich auch auf Augenhöhe dann wieder treffen, indem man nicht nur sagt, die haben keine Ahnung oder die haben keine Ahnung, sondern dass man da einen Mix findet, wie sehen, oh, wir können alle voneinander profitieren. Das war interessant, das haben wir im Vorfeld diskutiert, Heike. Brauchen die einzelnen Disziplinen immer mehr Spezialwissen, ja oder nein? Und ich würde sagen, ja, sie brauchen das. Und es wird auch notwendig, dass wir immer mehr Verständnis von diesen Fachdisziplinen, mit denen wir zusammenarbeiten, erlangen. Aber, und das finde ich wichtig, wir müssen nicht alle alles können, sondern wir müssen genug verstehen, um zu verstehen, was der eigentlich von mir will, der mit den Algorithmen. Und der mit den Algorithmen muss verstehen, was eine Kundensegmentierung, was ein Cluster, was eine Persona ist. Also wir müssen so viel voneinander verstehen, dass wir einander ernst nehmen. Wir brauchen so ein gemeinsames Vokabular. Aber ich muss auch in diese Denkweise des anderen reinkommen. Und erst wenn uns das klingt, dann haben wir wirklich eine Chance für echte Zusammenarbeit. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben. Also, ja? Genau, also denn, eine Sorge, die sich bei mir herausgebildet hat, dass wir, ja, wir suchen ja gerade schon, ich merke es auch immer wieder im Personalbereich, die Herausforderung
pointierte Stellenausschreibungen zu schreiben oder zu formulieren, wird immer herausfordernder, ne? Denn im Prinzip mag ich über jede zweite drüber schreiben, eierlegende Wollmilchsau, und muss Tech-Liebhaber sein, muss Daten lieben, muss aber auch gut präsentieren können, mit dem Kunden wunderbar sprechen können. Und die Sorge, die sich bei mir da rauskristallisiert, ist zum einen, dass wir durch diese vor allen Dingen starke Verzahnung und Kollaboration dafür sorgen, dass wir Marketiers haben, die immer weniger Marketiers werden, sondern weniger gute Marketiers und dafür dann auch noch schlechte ITler, und die ITler andersrum wiederum auch, mittelmäßige ITler und dafür schlechte Marketiers, weil jeder sich irgendwie mit den anderen verständigen muss. Das ist eine Krux, ja. Das ist eine Krux. Und gerade ITler hast du angesprochen, die sind natürlich nicht reich gesät. Ich habe gerade, glaube gestern ein Interview oder sowas gelesen, hat jemand gesagt, wir stellen jeden mit einer durchschnittlichen IT-Ausbildung und einer Körpertemperatur von 37,5 Grad ein. Das sind dann nicht die, die du suchst, weil du suchst jemanden, der kompatibel ist, der sich austauschen kann, der den anderen versteht. Das wird zunehmend schwierig, und da kommen wir dann auch schnell zu, macht Spaß, in diesem Unternehmen zu arbeiten? Ist das ansprechend? Kann ich hier nicht nur mich als Fachperson, sondern auch als Mensch einbringen? Kann ich mich hier entwickeln? Bin ich hier auf dem richtigen Weg? Und da sind wir auch schnell wieder bei, wie wird es denn vorgelebt im Unternehmen? Dann, wenn wir Zeit haben, ich bringe das kurz. Das ist ein Beispiel von einem CEO aus der Baubranche. Wie der Name schon sagt, oder CEO, ist auch kein Digital Native gewesen. Und der hat sich ganz diskret, könnte es nennen, Nachhilfeunterricht kommen lassen. Er hat einmal die Woche sich einen Nachhilfelehrer ins Büro kommen lassen und hat mit dem gesprochen. Was ist denn Social Media? Wie funktioniert Mobile Commerce? Was sind Apps? Facebook, Blogs, Twitter, LinkedIn? Was sind agile Methoden, Design Thinking, Scrum, um einfach noch in der Lage zu sein, mit seinen Mitarbeitern zu sprechen? Und das Ergebnis, was der dann gemacht hat, der hat du würdest es als Personalexperte die Stelle anders benennen, aber es war sowas wie Head auf alle digitale Themen, hat er dann eine Dame, die war sehr erfahren, gut vernetzt aus dem Corporate Communication, alle kannten sie, mochten sie, so eine Go-To-Person, und die wurde Head auf alle digitale Themen, und alle Themen gingen bei ihr erstmal über den Schreibtisch, und auf die Art hat er das erstmal so ein bisschen gescreent, und das Ergebnis war, dass eine App entwickelt wurde. Eine App, die in der Branche ganz große Wellen geschlagen hat, Service, Geschwindigkeit, Qualität. Und die war ziemlich waghalsig. Am Anfang dachte man, das können wir nie. Wo kriegen wir die Daten her? Wie kriegen wir das zusammen? Und der Vertrieb hat gesagt, Moment, das ist mein Know-how. Das können wir nicht einfach in so eine App füttern. Aber ausgestattet mit all diesem Wissen hat der CEO gesagt, ich sehe da Potenzial, ich gebe dir grünes Licht, mach mal. Das beantwortet jetzt nicht genau deine Frage, aber es zeigt, wenn da so eine Flexibilität da ist und der Chef das vorlebt, dann gibt er damit auch die Startzündung, dass alle anderen hoffentlich, die Interesse haben, da auch mitmachen und sich bewegen. Und auf die Art kommt man dann in diese Bewegung, und wir kommen dann auch immer mehr in diese interdisziplinäre Organisation. Das heißt, wir müssen eigentlich nach Mindset rekrutieren, nach Mindset und Interesse und weniger nach Fähigkeiten, oder? Ja, also häufig kann man das fast so sagen, und da sagen ja auch viele Unternehmen schon, ich gucke, dass die Chemie passt, dass die Soft Skills stimmen und die Mindset, das Fachwissen, das bringen wir ihnen bei. Kann man natürlich auch sagen, ist vielleicht ein bisschen überheblich, aber das eine oder das andere funktioniert einfach gar nicht. Und deswegen ist das überspitzt formuliert, könnte man fast in die Richtung gehen, ja. Soll ich mal noch unseren dritten Hebel auf den Tisch legen? Gerne. Okay, machen wir das. Kollaboration und neue Formen der Zusammenarbeit. Und das passt ja auch ziemlich stark zu dem, was wir schon die ganze Zeit sagen. Neue Möglichkeiten, wie können wir die interne Kommunikation verbessern? Und da haben bestimmt auch alle gesehen, es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung. Was aber wichtig ist, ist hier zwischen Kooperation auf der einen Seite und Kollaboration zu unterscheiden. Also Kooperation ist ja eher, verschiedene Bereiche arbeiten unterschiedliche Teilaspekte nacheinander ab
und danach wird es wie so eine Perlenschnur zusammengefädelt. Und Kollaboration ist eher, dass man in interdisziplinären Teams gemeinsam an diesen einzelnen Teilaspekten arbeitet. Und das ist dann auch, wo häufig diese Besonderheit und diese Kreativität herkommen kann, indem man aus unterschiedlichen Perspektiven gemeinsam auf ein Thema schaut und das dann so lange ausdiskutiert, bis alle sagen, okay, ich gehe mit. Und das idealerweise über Generationen, das immer wieder, und Hierarchien und Abteilungen hinweg. Und dann kann das wirklich völlig neue Themen freisetzen oder völlig, völlig neue Ideen freisetzen. Und klar, da bist du dann als Personalerin, da sagst du, ja gut, aber sind wir jetzt beim Projektmanagement, bei der Projektsteuerung, wer hat den Hut auf, wer trägt die Verantwortung und wie incentiviere ich im Erfolgsverdienen? Keine Frage, das sind alles große Themen, die wir häufig mit den alten Methoden nicht komplett gelöst bekommen, keine Frage. Ja, dazu passt eine gute Frage aus der Teilnehmerrunde, genau zu dieser Incentivierung. Die Frage ist, ob es gute Zielsysteme dafür gibt, dass Change Management in diese Richtung gelingt. Also das heißt, wie kann ich denn diese Customer Centricity so incentivieren, dass auch wirklich alle in diese Richtung gehen? Oder braucht es überhaupt? Letztlich gehen wir alle zur Arbeit, damit wir auch da Geld verdienen, keine Frage. Aber wie kann man das am besten? Da gibt es mit Sicherheit nicht eine einzige Antwort für die Frage, ganz klar. Man könnte klassische Kennzahlen nehmen, dass man erstmal Kundenzufriedenheit, Loyalität, Wiederkaufraten, je nachdem das ganze Repertoire der Marketing-Kennzahlen, dass man die hernimmt. Und wir hatten ja vorhin schon gesagt, alle im Unternehmen arbeiten darauf hin, dass man dann versucht, es runterzubrechen und jedem Bereich oder sogar jeder einzelnen Person, da muss man gucken, da einen Beitrag zuordnet. Das wird auch häufig gemacht. Eine andere Variante, wenn man über diese Incentivierung sprechen, ist, dass wir nicht monetär denken, sondern über sinnstiftende Themen. Und was da momentan ja häufig diskutiert wird, ist der Begriff des Purpose. So, man sagt, klar, man diskutiert den Purpose auf Unternehmensebene, aber auch auf Jobebene. Also was tue ich denn hier eigentlich Sinnvolles? Und wenn uns das gelingt, das zu zeigen, ich gehe nicht nur hin, um Geld zu verdienen, sondern um tatsächlich auch etwas zu bewirken, dann kann das auch durchaus eine Art der Incentivierung sein. Oder wie würdest du die Frage beantworten? Es hat viele Facetten. Wie würdest du das sehen? Ja, tatsächlich nähern wir uns auch dieser Thematik immer wieder. Und was aus meiner organisationalen Sicht vielleicht tatsächlich helfen kann, ist, alle auf ein gemeinsames Ziel anzuschwören und dieses Runterbrechen, wie du es gerade genannt hast, gar nicht unbedingt zu machen. Also nicht zu sagen, IT hat dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechenden Tools zur Verfügung stehen in Time und Budget oder das User Interface eine bestimmte Kennzahl an Zufriedenheit generiert, sondern dass man sagt, naja gut, im Prinzip, wir messen alle an Kundenzufriedenheit, alle an Conversion Rate zum Beispiel, denn dann muss jeder Handgriff, ne? Also Menschen sind ja ziemlich gut darin, Modelle zu lernen und Zielsysteme zu lernen und zu gucken, an welchem Hebel muss ich drehen, um dann etwas zurückzubekommen. Wenn man es sehr, sehr generalistisch auf den Kunden ausrichtet, das ist zumindest meine These, dann kommt man ganz besonders gut dorthin. Klingt gut, ja. Nur das haben wir alle so nicht gelernt. Also wenn man schon an Schule oder auch an Studium lernt, denkt, das haben wir, so sind wir alle nicht sozialisiert, dieses alle gemeinsam. Ja? Und das ist dieses Umdenken und das muss ich erstmal verankern. Warum denn überhaupt? Wo ist denn der Sinn der Sache? Und ich packe jetzt doch nochmal meinen vierten Hebel aus, weil das ist nämlich genau dieses Mindset, von dem du vorhin auch ja schon gesprochen hast, dass ich offen bin, neue Themen, und das könnten auch Incentivierungen sein, aber auch Denkweisen auszuprobieren. Also okay, lass uns die Angst ablegen vor neuen Dingen, sondern sagen, komm, lass es uns doch einfach mal probieren.
da könnte auch sowas wie Fehlerkultur, weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber das ist ja auch in Vergangenheit, um Gottes Willen, man darf keine Fehler machen, das muss man vertuschen, das darf der Chef nicht sehen. Und dass man es statt zu sanktionieren sagt, lass uns offen ansprechen. Wo ist das Problem? Wie können wir gemeinsam dafür sorgen, dass das nicht nochmal passiert? Das ist ein riesen Mindset-Change. Ja. Mhm. Was ich auch noch mitgebracht habe, und ich glaube, wir können gar nicht ohne das Wort hier drüber sprechen, das ist New Work. Und das kam ja schon mehrmals so ein bisschen andiskutiert. Geht ja auf Friedrich Bergmann zurück. Der hat sich beschäftigt seit 40 Jahren mit der Frage, wie wollen wir eigentlich arbeiten und wie werden wir das tun? Und gibt es Arbeitsmodelle, Organisationsansätze, Arbeiten der Zukunft, all diese Themen, die möchte ich jetzt gar nicht im Detail angucken. Aber ich habe so ein paar Schlagworte noch mitgebracht, die zu New Work gehören. Also Agilität, Co-Opetition. Ich habe neulich ein Buch bei einem lokalen Buchhändler hier bei uns in Hamburg bestellt und am nächsten Tag kam ein Paket von Amazon. Habe ich geschluckt, aber das ist ein Fall von Co-Opetition. Das ist modern, das ist neu, das gab es früher nicht. Digital Literacy. Oder dann, und das haben wir auch im Vorfeld besprochen, dieses Thema, dieses Holacracy. Auch darüber könnte man wahnsinnig lange sprechen, aber so in aller Kurzform ist so eine Organisationsform, die versucht, ein Gegenentwurf zu einer echten Hierarchie zu sein. Also nicht nur top-down, sondern Partizipation. Lass Mitarbeiter an Themen mitdenken. Und es genügt dafür nicht, nur Abteilungen umzustrukturieren, neu zu strukturieren, sondern wir müssen diese neuen Herausforderungen ganzheitlich anpacken. Mhm. Und vielleicht ist Social Media gerade die Errungenschaft, um hier echte Bereitschaft und echte Beteiligung herzustellen. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil damit ist ja nicht gemeint, dass wir so einen Wohlfühl- und Kuschelkurs darstellen oder herstellen, weil das willst du als HR. Absolut. Weil du willst die ja dazu bringen. Keine hat die Geschichte allein. Ja. Genau, ja. Aber wie gelingt das? Ne? Welche Organisationsform ist denn am besten, um IT, Marketing und Sales zusammenzubringen? Hast du da auch was dabei? Ja. Du meinst jetzt so ganz, also weniger gesamtweltanschauerisch, sondern ganz knallhart auf den Punkt. Genau, so richtig knallhart. Welches Operating Model müssen unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen umsetzen bei sich im Unternehmen, damit das gelingt? Ich merke schon, ich komme hier nicht mit nett drüber weg, moderieren hinweg. Wir müssen da rein. Okay, alles klar. Ich habe da verschiedene Modelle tatsächlich dabei. Aber ganz klar, das ist so der Disclaimer vorweg, das ist mit Sicherheit nicht die perfekte Lösung. Deswegen habe ich diesen drei Modellen auch noch das vierte dazu gepackt, nämlich was passt eigentlich zu uns. Und was wir aber momentan sehen, es gibt verschiedene Modelle, die durchaus funktionieren. Aber erste Prämisse, der CEO, und das hatten wir schon mehrmals, also der Vordenker, der Firmenlenker oder das Senior Management, muss diese Customer Centricity, von der wir die ganze Zeit sprechen, muss die reingeben. Wir brauchen eine gemeinsame Vision und Ziele. Und, da sind wir bei deinen Kennzahlen, die du gerade angesprochen hast, wir brauchen transparente Steuerungsmechanismen. Also wirklich messen, zählen, wiegen, incentivieren, sanktionieren, alles, was da dazugehört, das muss auf den Tisch. Und dann sehen wir da so ein typisches Modell, es ist genannt Modell der Durchlässigkeit, was nichts anderes heißt, dass Mitarbeiter auf Mitarbeiterebene, also jetzt nicht nur auf CEO-Ebene logischerweise, sondern in Projekten zusammen an den Themen arbeiten. Das soll mein dieses Schaubildchen da so ein bisschen darstellen. Also ich habe jetzt CM, also Marketing und Sales schon mal zusammengepackt. Ich hoffe, ist okay. Und dann I als Information, also separat. Dass wir sagen, dass hier auf Mitarbeiterebene in Projektteams zusammengearbeitet wird, hatten wir ja gerade schon. Und dass bei Schnittstellen auch tatsächlich Doppelspitzen in der Projektleitung sind. Dass es nicht heißt der oder die, sondern dass gemeinsam gearbeitet wird. Und dass man auch mal die Seite tauschen kann. Dass man als Marketier plötzlich sehen kann, was heißt denn das in der Technik, wenn ich diesen Wunsch tatsächlich umsetze? Wenn ich tatsächlich auf die und die Art Daten zusammenziehe auf einem Dashboard. Und andererseits der ITler kann sehen,
wie er durch sein Tool, durch dieses Dashboard konkret am Kundennutzen schrauben kann. Ich glaube, das kann sehr augenöffnend sein. Und da sind wir auch wieder bei dieser gemeinsamen Sprache, bei diesem Verständnis. Ein anderes Modell könnte auch sein, ich mache es jetzt wirklich schnell, ein anderes Modell könnte auch das Mediator-Modell sein. Da haben wir auch wieder die Marketingmenschen und die ITler. Und dazwischen sitzt dann in dem Schaubild, jetzt das ist das hellblaue Zahnrädchen CDO, also Chief Digital Officer als Platzhalter. Das könnte auch ein Scientist sein oder in manchen Unternehmen heißt es auch Business Intelligence Abteilung. Jemand, der auch häufig eine Stabsstelle dann, aber der so ein Mediator ist, der zwischen den beiden Bereichen vermittelt. Kritiker sagen, oh Mann, bitte nicht noch eine Stelle mehr. Ist das nicht noch komplizierter? Aber da sind wir bei diesem, es gibt nicht one size fits all. Für manche mag das sehr hilfreich sein. Zum Beispiel für das Beispiel mit der Baubranche. Da erstmal so ein Vermittler zu haben, der das auslotet und dann Kontakte herstellt. Und sagt, das haben wir doch da, das haben wir da. Lass uns doch mal sprechen. Und wieder eine andere Variante, das ist das dritte Modell der Repräsentation. Das könnte dann auch sein, dass in einzelnen Abteilungen, wie gesagt, kommt darauf an, wie die Unternehmen aufgestellt sind, aber wenn die zum Beispiel eine kundensegmentspezifische Aufstellung haben, dass dann in den verschiedenen Abteilungen jeweils Repräsentanten, also Vertreter, sowohl vom Marketing als auch der IT sehr nah am Thema arbeiten. Das kommt. Okay, also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Formen tatsächlich. Also es ist super spannend und ich glaube, es ist sehr, sehr komplex. An der Stelle mag ich gerne nochmal den Appell in die Runde geben, dass Sie, liebe Teilnehmenden, einfach Ihre Fragen auch da nochmal konkretisieren. Also was bewegt Sie, wie, an welchem Punkt stehen Sie vielleicht tatsächlich gerade und wollen Sie genau diese Transformation im Unternehmen umsetzen und was brauchen Sie da noch dafür? Genau, eine Frage tatsächlich aus der Runde, genau in diesem Kontext, wie gelingt es ein traditionelles Unternehmen? Also, du hast jetzt geschildert, der erste Fall der Kollaboration wahrscheinlich stark klassisch geprägt. Wie gelingt es zum Beispiel große Dampfer wie Konzerne dorthin zu bewegen? Also es gibt ja so einen Trend, Innovation Hubs auszulagern. Da wird dann ein Tischkicker reingestellt und man spricht plötzlich von Gilden und Squads. Im Spotify-Modell ist das die Lösung oder eine gute Methode? Ja, man braucht auf jeden Fall noch ein Bad, eine Dudeskultur und Turnschuhe. Genau. Haben wir alles, okay. Das kann für viele wirklich ein Start sein, um zu sagen, jetzt lass uns mal im kleinen Rahmen, das ist ja wie ein Modell, und lass uns mal diese komplexen und vielleicht auch verkrusteten Dinge, lass uns die mal einen Moment außen vor und lass uns mal wirklich brainstormen in diesem kleinen Inkubator, in dieser geschützten Umgebung, das zu entwickeln. Und wenn wir davon ausgehen, dass die meisten ja guten Willens sind, vielleicht nur ein bisschen zögerlich, dann kann man in dieser geschützten Umgebung Dinge entwickeln, Geschichten erzählen und damit dann andere überzeugen. Sagen wir mal, es hat hier geklappt bei dem und dem Kunden oder in dem und dem Projektumfeld. Lass uns doch mal versuchen, das auf ein anderes Thema zu übertragen. Und deswegen vielleicht kann ich das auch genau, also der Innovation Hub, den du gerade beschrieben hast, das ist eine gute Methode, um es mal auszuprobieren. Es ist auch eine gute Methode, um den Geschäftsführern die Angst vor Kontrollverlust zu nehmen. Das ist nämlich eine Frage aus dem Publikum. Ja, und auch um zu lernen. Also und auch um, es geht ja hier um dieses War for Talent, um immer dieses Englisch zu verwenden, um auch motivierte Mitarbeiter, die wir möglicherweise sonst verlieren würden, weil die sagen, dann gehe ich halt zu der schicken jungen Marke oder zu dem Startup nach Berlin, dass man die auch halten kann. Sagen, okay, du kannst das, was du in Berlin kannst, kannst du hier auch in einem gestandenen Unternehmen tun. Oder du kannst eine Weiterbildung machen als Scrum Manager oder was auch immer, um es da auszuprobieren.
Und das Gleiche gilt auch für Führungskräfte, dass sie dann auch sagen, es ist ja nur eine Testumgebung, wir gucken einfach mal, wir probieren aus. Und in diesem Testen lernen, sicherer werden und es dann ausrollen. Wunderbar. Wir haben schon 17 Uhr, es ist erstaunlich. Also der Dialog mit dir ist super spannend, interessant. Ich habe für mich schon viele Themen mitgenommen. Einen Appell noch, einen Aufruf in Richtung Teilnehmende. Gerne noch eine Frage stellen, die bekommen wir noch unter. Ansonsten sehe ich auch, wir sind schon mit den Inhalten durch. Und wollen natürlich auch da, während Sie, liebe Teilnehmenden, noch Fragen formulieren. Einen Ausblick geben. Wunderbar, eine Frage. Genau, können wir die Inhalte bekommen? Ja, in das auf jeden Fall. Der Dialog der Science Talk wurde aufgezeichnet. Das heißt, Sie finden die Inhalte als YouTube-Video im Anschluss bei uns auf der Webpage. Andere Frage auch noch aus der Runde, jetzt weniger zur Organisation, sondern wirklich inhaltlich. Heißt das, dass Unternehmen mit einer klassischen starren Hierarchie aussterben werden? Was sagst du, Inge? Puh. Es kommt darauf an, was sie tun. Ich meine, wenn ich natürlich was anbiete, was so einzigartig ist, dass ich auch mit einer schlechten Organisation erfolgreich bin und ich damit dann durchkomme, für eine gewisse Zeit schon. Langfristig gedacht, glaube ich nicht, weil die diese flexiblen Strukturen haben, über die wir gesprochen haben, die sind zukünftig oder sie sind es jetzt schon, die sind kreativer, die sind innovativer. Und wer kann sich heute noch auf dem ausruhen, was ihn heute erfolgreich macht? Wir müssen alle in die Zukunft denken. Wir müssen, wie kann ich den nächsten Kundennutzen für meinen Kunden generieren? Was ist der neue Trend? Wie kann ich ihn noch stärker an mich binden, ihn loyaler machen? Das werde ich nur in Organisationen erreichen, die wirklich miteinander sprechen und wirklich ein Team sind. Genau, und dazu passt vielleicht auch noch die letzte Frage, die ich zum Abschluss mit einer steilen These beantworte. Was kann man als Mitarbeiter tun oder als Mitarbeiterin, wenn der Geschäftsführer konkret zwar Change promotet in der Operationalisierung, aber immer wieder Kontrollverlust und Ängste durchblicken lässt und Rückzieher macht? Ne? Also im Zweifelsfall eine Graswurzelrevolution anstoßen, also das heißt durch Kollaboration und vor allen Dingen Aufzeigen von Ergebnissen beweisen, dass die Zusammenarbeit der richtige Weg ist. Genau. Wir haben 17.03 Uhr und wissen die Zeit der Teilnehmenden zu schätzen. Deswegen übernehme ich an der Stelle tatsächlich auch wieder die Kontrolle und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Inga, für diesen interessanten Austausch. Und wir haben es gerade gezeigt, ne, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang sprechen und freuen uns natürlich auch auf Diskussionen im Anschluss, die wir gerne ermöglichen. Das heißt, stay connected. Das heißt, wenn Sie noch Fragen haben aus organisationaler Sicht, connecten Sie sich gerne mit mir auf LinkedIn und auch Inga als Expertin aus dem akademischen Umfeld ist für Fragen jederzeit da. Genau, nun haben Sie also wertvolle Impulse erhalten, wie die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Marketing, Sales und IT in der Praxis gelingen kann. Ich denke, ein gutes Fazit ist, es bleibt herausfordernd. Es gibt nicht den einen richtigen Weg, sondern ganz, ganz viele. Aber wenn man auf jeden Fall das richtige Mindset mitbringt und zusammenarbeiten möchte, dann wird es auch gelingen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank. Bleiben Sie gespannt und interessiert bis zum nächsten Mal und haben Sie ganz kurzfristig für heute einen schönen Abend. Danke. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute.